Hey, Johannes hier von newgadgets.de und bin hier auf der Computex 2016 am Stand von Asus ROG und hier schauen wir uns den ROG G31 an. Das ist der Nachfolger des G20, ein schönes, relativ kompaktes Gaming-Desktop mit richtig viel Power. Also wir haben hier einen Intel Core i7 Prozessor, es wird hier natürlich mehrere Konfigurationen geben und hier können bis zu 2 Grafikkarten verbaut werden. Also hier in dem Beispiel 2 Nvidia GeForce GTX 1080 im SLI. Also ihr habt hier richtig viel Power. Bis zu 64 GB DDR4 RAM mit 2800 MHz sind hier verbaut. Und vom Speicher her könnt ihr hier bis zu 512 GB M2 PCIe Gen 3 verbauen. Und hier vorne habt ihr dann auch noch ein optisches Laufwerk, falls ihr mal ein Game installieren wollt. Zwar lädt man jetzt heutzutage die meisten Games über die Spieleportale wie beispielsweise Steam, aber es gibt natürlich immer noch Games, die man sich einfach kaufen kann, um dann zu installieren. Deshalb ist so ein optisches Laufwerk immer noch sehr schön. Hier haben wir den Power-Button, das ist glaube ich der Reset-Knopf. Hier haben wir 2 USB-Ports und die Audio-Ports. Und was man hier auch vorne schon sehen kann, abgesehen vom sehr coolen Design, ist hier dieser LED-Effekt. Also sieht schon sehr, sehr cool aus. Vom Design her, hier unten wird die kalte Luft eingezogen für die Kühlung und kommt hier oben dann als warme Luft raus. Also schon gut durchdacht. Und hier haben wir noch eine kleine Box daneben. Und das ist das Netzteil. Also es ist kein Netzteil hier drin verbaut. Das Netzteil ist hier als kleine Box immer neben dem Gerät, beziehungsweise das könnt ihr auch irgendwo unter dem Tisch verstauen. Hat auch ein sehr cooles Design. Und schauen wir uns mal die Anschlüsse auf der Rückseite an. Auf der Rückseite haben wir 6 USB-Ports, davon eine USB Type-C, immer noch sogar der alte Connector für Tastatur und Maus. Hier haben wir einen Ethernet-Port, die Audio-Ports und hier natürlich die Display-Ports der Grafikkarte. Und hier unten ist dann auch noch der Anschluss für die externe PSU, die ihr gesehen habt. Das ist also das Asus ROG G31 Gaming Desktop. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Gerät habt, dann stellt sie einfach hier unten in die Kommentare und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen hoch bewertet und meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.